Das Thema des heutigen Tages an den Finanzmärkten ist zweifellos der Handelskrieg 2.0, vielleicht könnte man ihn so nennen jetzt in der Corona-Krise, denn die Tonlage zwischen den USA und China, die verschärft sich doch deutlich und die Wall Street hat zumindest mal ein bisschen gezuckt. Da hat man mal kurz reagiert auf das, was da der Fall ist. Vorbörslich ja die Kurse runtergegangen auf Future-Basis, auch der DAX schwächer, der heute ja trotz Feiertag handelt, aber dann kam folgender Tweet von der Global Times: China fängt nie Ärger an, aber die USA tun Dinge, die Chinas zentrale Interessen untergraben. Und dagegen werde man etwas tun. Und bums, da hat es ein bisschen nach unten gedreht, die Kurse an der Wall Street. Also das hat dann doch durchaus beeindruckt. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Aber da wird einiges kommen in den nächsten Tagen. Zum Beispiel, was die Chinesen maßlos provoziert, ist, dass die Trump-Administration jetzt für 180 Millionen Dollar Torpedos an Taiwan liefert. Das heißt, dass man faktisch Taiwan weiter aufrüstet. Diese Ein-China-Politik seit Nixon, die ja besagt, okay, wir werden so agieren, dass wir die Chinesen nicht zu sehr provozieren in der Taiwan-Frage, dass Taiwan faktisch nicht anerkannt ist, obwohl wir sie faktisch dann doch wieder anerkennen, aber auf internationalem Parkett eben nicht. Und das wird jetzt scheinbar durch die USA vorangetrieben, dass man Taiwan wirklich komplett anerkennt, damit natürlich eine rote Linie überschreitet. Ich hatte es gestern schon gesagt. Und die Chinesen, die keilen ein bisschen zurück. Morgen beginnt ja der Kongress der Kommunistischen Partei, der einige Tage gehen wird. Und da hat man gesagt, okay, das ist jetzt eine Zeit, in der wir dem starken Druck der Amerikaner ausgesetzt sind. Und da wird etwas kommen in Sachen USA. Vielleicht wird man die USA nicht direkt nennen, aber es ist klar, dass man sich dazu äußern wird. Zum Beispiel, indem man gesagt hat, und durchblicken lässt, da kommt was in Sachen Hongkong. Da heißt es nämlich seitens von dem Außenministerium in Peking, dass die Hongkonger Opposition, also die Demonstranten, die ja lange demonstriert haben, das ist ein bisschen ruhiger geworden, kocht jetzt aber so langsam ein bisschen hoch, dass die Chinas nationale Sicherheit gefährden, die Souveränität des Chinas gefährden, die Einheit Chinas gefährden. Und diese Demonstranten, die hätten gemeinsame Sache gemacht mit ausländischen Mächten. Welche diese ausländischen Mächte sind, ist völlig klar, nämlich die USA. Subversion sind hier Schlagworte, sind Stichworte. Also das scheint sich jetzt raufzukochen, einmal in der Taiwan-Frage. Die USA wollen Taiwan offenkundig jetzt mehr und mehr anerkennen und die Chinesen werden die Daumenschrauben anziehen in Sachen Hongkong. Das wiederum ist für die USA eine Provokation, also da sind zwei Züge, die aufeinander zulaufen, gewissermaßen in Zeitlupe, aber sie laufen eben und diese Zeitlupe, die hat sich jetzt doch in einen Zeitraffer verwandelt, also die ganze Geschichte geht jetzt schneller. Wir haben dann Aussagen zum Beispiel von Hu Xixin, der Chefredakteur der Global Times heute, der sagt, ja, die kommunistische Partei, gegen die die Amerikaner ja so wettern, die hat China aus der Armut geführt. Und die Menschen haben jetzt Häuser, Autos, wie im Westen. Die Partei hat China stark gemacht und ist in den letzten 30 Jahren nicht in irgendeinem Krieg verwickelt gewesen. Die USA seien neidisch auf China, das Weiße Haus sei neidisch auf China. Und man verhalte sich wie ein Kind, das sozusagen hier rumquengelt. Also wir sehen, da wird fleißig hin und her rhetorische Watschen verteilt. Das ist etwas, was jetzt immer weiter nach oben kocht. Dann auch eben die Meldung zunächst mal von Baidu, dass dieser chinesische Internetkonzern jetzt sich selbst delisten will, also entlisten will von der New York Stock Exchange. Es gab ja vorher diese Reform an der NYSE, dass man sozusagen strengere Bedingungen anlegt für Börsengänge. Das zielt natürlich vorwiegend auf chinesische IPOs, also auf chinesische Börsengänge. Baidu hat jetzt erstmal das dementiert, dass man dieses Delisting machen will. Das wäre praktisch so eine aktive Handlung. Die anderen drohen mit Delisting, dann machen wir doch das Delisting. Damit behält man sein Gesicht sozusagen. Das ist hier der Fall. Jedenfalls in den USA, ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, natürlich sehr, sehr populär. Dieses antichinesische Sentiment, 66% sagen, ja, da haben wir eine negative Meinung zu China. Und hier eine neue Umfrage, die zeigt,
dass 40% der Amerikaner sagen, ich kaufe keine chinesischen Produkte mehr oder aus China stammenden Produkte, so viel wie bei keiner anderen Region oder keinem anderen Land. Also dieses Sentiment, das ist in den USA verbreitet und das wird natürlich für Donald Trump bedeuten, dass er dieses Sentiment spielt, dass er auf dieser Klaviatur spielt, dass er weiß, das ist populär. Immer wieder diese Thematik, die hätten unsere Jobs geklaut. Das ist sozusagen ein nach wie vor und seit Jahrzehnten fast schon etabliertes Thema in den USA. Unsere Jobs sind weg im Industriesektor, weil die Chinesen diese geklaut hätten. Kommen wir zu Covid-Amerika, wie diese Schlagzeile hier heißt. Wir haben jetzt über 93.000 Tote, 38 Millionen Jobverluste, aber der Nasdaq ist 35% im Plus seit dem Tief, warum auch nicht, und ist praktisch fast schon auf Allzeithoch. Das ist einer der grotesken. Wir sehen hier, dass die Zahlen zu den Arbeitsmarktdaten heute, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 2,4 und ein paar zerquetschte Millionen, das war um und bei in der Erwartung. Höher allerdings ist ausgefallen, sind ausgefallen die Continuing Claims, also die fortgesetzten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und diese Zahl wird eigentlich immer wichtiger. Ich hatte das schon öfter betont, weil eben hier sich zeigt, kommen da die Leute doch wieder zurück in den Arbeitsprozess oder eben nicht diejenigen, die fortgesetzt Anträge auf Arbeitslosenhilfe stellen. Und derzeit sieht das nicht so aus, dass es diese Erholung gibt. Hier sehen wir nochmal eine Grafik, wie sich das Ganze hier entwickelt hat im Laufe der Coronavirus-Welle und aktuell 38,6 Millionen Amerikaner, die sich jobless gemeldet haben, also die sagen, ich habe derzeit keinen Job. Damit sind in 9 Wochen, eben über 38 Millionen Jobs verloren gegangen. Das ist nicht ganz doppelt so viel, aber fast doppelt so viel wie die Jobs, die entstanden sind seit Ende der Finanzkrise im Jahr 2010, muss man sich mal vorstellen, wie schnell das ging. Klar, das ist unprecedented, wie die Amerikaner sagen, dass ein Lockdown praktisch die komplette Wirtschaft lahmlegt. Aber man sieht schon die Dimension. Dann hatten wir den Philadelphia Fed Index maßgeblich gestiegen auf minus 43. Also nach wie vor hier ein ziemlich depressives Niveau. Dann hatten wir den Einkaufsmanager-Index von Market, auch für die USA. Und hier sagt Chris Williamson, der die Daten erhebt und kommentiert, wir gehen davon aus, dass das amerikanische BIP im zweiten Quartal bei minus 37% liegen wird. In Deutschland rechnet man so im Worst Case vielleicht minus 8, minus 9%. Und wie gesagt, wir haben eine etwas saubere statistische Erhebung von BIP-Daten, die Amerikaner haben. Ich hatte das schon mal erwähnt, das sogenannte hedonistische Prinzip. Das bedeutet, dass man technischen Fortschritt ins BIP mit einfließen lässt. Und das lässt die Zahlen dann natürlich besser aussehen. Wir sehen in den USA insgesamt, dass die Home Loan Delinquencies, also praktisch diejenigen Leute, die schon länger im Rückstand sind, nämlich 90 Tage, jetzt um 1,6 Millionen gestiegen ist im April. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel ein Einzelhändler wie Macy's, großer Einzelhändler in den USA, sagt ja, seit wir die Läden wieder geöffnet haben oder in den Läden, die wir geöffnet haben, haben wir 50% weniger Umsatz. Also es ist so, dass das offenkundig eine Geschichte ist, die sich sehr langsam erst erholt. Die Konsumlust der Amerikaner, ebenso die Konsumlust der Europäer hier in Deutschland mit diesen Atemmasken, da hat man auch schlichtweg nicht wirklich Lust einzukaufen. Auch das hatte ich schon mal thematisiert. Aber die Leute haben auf Deutsch gesagt die Schnauze voll von dem Lockdown hier. Eine Headline der New Yorker Post, it needs to end now, wir müssen es beenden jetzt, den Lockdown, Big Apple is dying, also New York stirbt, die Straßen sind leer, Zehntausende sind in die Armut gefallen, unsere Führung hat keinen Plan, keine Antworten, das kann so nicht weitergehen, also die Ungeduld wird immer größer. Wir sehen hier die Jobverluste, das noch Daten aus dem April, aber es zeigt die Tendenz. Wir haben 40% fast aus dem Bereich Food, also Nahrung, Travel und Events und Services dann nochmal 15% oder über 15%. Das heißt, das sind die Sektoren, die am meisten leiden, aber auch Medical Providers, Education ist betroffen. Wir haben eine interessante Situation, dass wir natürlich jetzt so ein bisschen global gesehen den Hochpunkt einigermaßen überschritten haben, wahrscheinlich von dieser Epidemie mit dem Coronavirus. Und wir haben hier einen Vergleich derjenigen Länder, bei denen das noch steigt, also die Rate steigt.
mit dem VIX, dem Volatilitätsbarometer. Und das läuft schon so ein bisschen kongruent, ein bisschen parallel. Aber die Frage ist, selbst wenn diese Epidemie vorbei ist, was oder weitgehend im Griff ist, vielleicht im Sommer, weiß man ja nicht, bevor dann möglicherweise dann wieder eine zweite Welle kommt, wie wird sich das eben auf die Wirtschaft auswirken? Wie viele Jobs bleiben verloren, langfristig verloren? Und eine der Hoffnungen war ja der Impfstoff, der Impfstoff, der Impfstoff. Das war sozusagen das Mantra der Märkte. Wir kriegen einen Impfstoff und dann hat sich dieses Problem erledigt. Hier Moderna, diese Aktie des vermeintlichen Impfstoffherstellers, der am Montag eine Jubelmeldung gebracht hatte. Wir haben eine ganz tolle Ergebnisse unserer Phase 1 klinischen Studien erreicht. Jetzt ist der Kurs von Moderna wieder da, wo er vorher gewesen ist. Dazwischen hat man noch ein bisschen Geld eingesammelt über eine Aktienplatzierung, die man direkt nach der Meldung, dieser Jubelmeldung gebracht hat. Also das ist die Wall Street in Reinkultur. Wir hatten auch hier Daten aus Deutschland, Einkaufsmanager-Indizes, teilweise besser, teilweise schlechter ausgefallen. Besser war der Dienstleistungssektor, schlechter das Gewerbe. Also auch hier nach wie vor sehen wir schon bessere Daten als in den USA, aber wir sind weit entfernt eben von einer echten Erholung. Schauen wir uns an diesem Vatertag noch ein paar Charts an. Wir sehen hier den S&P 500 und hier sehen wir die Reaktion. Da ging es doch ein bisschen nach unten, aber nicht nachhaltig. Aber wir kommen eben auch hier über diese Zone da, 289. Das ist bisher das Top gewesen. Kommen wir nicht drüber. Was macht der DAX, der heute wenig sich bewegt, Vatertagsunlust sozusagen bei 11.093 Euro, Dollar bei 1,955 Dollar Stärke als Risikoaversion nach diesen Headlines in Sachen Handelskrieg 2.0. Wir sehen, Gold kann davon auch nicht profitieren, sondern ist sogar gefallen. Nicht schlimm, aber auf 1.722 und Krypto-Oil hält sich knapp unter der 34er Zone. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderbaren Vatertag und den Damen viel Geduld mit den nicht selten auch etwas alkoholisierten Vätern. Ich selber werde nachher die Gelegenheit nutzen, um an der Elbe ein bayerisches Bier zu konsumieren. Morgen gibt es den Videoausblick. An der Elbe schaue ich natürlich wieder, wie der Schiffsverkehr sich entwickelt. Der ist ein bisschen angezogen in letzter Zeit. Das möchte ich gerne konstatieren. Jedenfalls morgen ein Videoausblick, aber dann abends kein Marktgeflüster. Da habe ich andere Verpflichtungen. Am Montag muss ich mal gucken. Da ist ja US-Feiertag. Und ich weiß nicht, ob ich es am Montag schaffe, diese Verpflichtungen bereits abgearbeitet zu haben. Jedenfalls wünsche ich jetzt das Allerbeste und sage euch Servus und Tschüss.